Das muss ich hier auch wieder versuchen, irgendwie schräg reinzusetzen. Schieben schräg rein von mir aus. Da, genau, ich schieb mal schräg rein. Ist so, mach doch, was du willst. Jo. Dark Besenstiel soll die Baustelle verlassen. Geht Ja. doch. Du! Mensch, sieht Besorge das schön zweimal aus. Haben wir das hier toll gemacht? Wir haben sogar die Gestelle wieder Trockenwandelemente. runtergeschafft. Marco, du holst gerade die Elemente, ne? No. Die trockenen Elemente. Zweimal ISO habe ich und zweimal trocken. Geil. Das turnt mich schon ein bisschen an, ne? Ich weiß. Deswegen hoffe ich es ja immer. Das ISO vor allen Dingen, ne? Ja. Kann man gut abschnüren. Ja. Kann man alles von der Welt isolieren. Ach, hier hoch muss das, ja? Hm, verstehe. Ja, ich bleib mal noch im Kran sitzen, habe ich das Gefühl. Bin leider, ja. Geil. Die ist zu schnell zum Aussteigen. Peter Gordon hier. Hast du jetzt Lulu gemacht, Taichi? Nein. Eine Ladung ist nicht korrekt verladen. Was denn? Es steht da alles normal drauf. Also wirklich, jetzt steht wirklich alles normal so weit drauf. Übereinander. Da steht doch alles übereinander drauf. Ja. Aber ich habe das mit dem Y-Trick wahrscheinlich hinbekommen. Der Der. Y-Trick. Ah Wer ja. kennt mich? Den können auch nur Männer machen. Den Y-Trick? Ja. Ja. Hä? Und ich so, Hä? hä? Na, wegen den Y-Chromosomen. Ach so, ich kann erst später lassen, ich muss gerade fahren. Aha. Ja. Lalalala. So, was der Funk danach noch zu dem Foto gesagt hat. Hier, ja, wenn Männer betrunken sind, dann reden die nicht über Brüste Ja. und Beine, Ja, sondern genau. über Das ist das, was die Frau dir Universum immer und das denkt. Nietzsche und das war gut. Stimmt, genau. Hat er aber hundertprozentig Hat recht. er Wenn man leider nüchtern sind, dann recht, sagen wir ne? mal Titten. Aber Na, wenn wir besoffen sind, reden wir da über gab's ja jetzt auch vor Gönnerdie-Welt. kurzem erst so ein Bild. Da stand das da auch, nur da Fußball, Titten, bla. Und dann, wenn sie betrunken sind, Politik, Ja, da wären wir Weltfrieden, alle möglichen Scheiße. altklug. Ja. Universum, Nietzsche, Kafka. Ja, genau. Ja, das stimmt. So ist das nämlich. Gut, dass ich dauerbetrunken bin. Bin dauernüchtern. Ja, das merkt man auch. Ja, aber ich habe ja eigene, da kann ich nicht so viel drüber reden. So. Du wolltest So, bin doch da so gut wie. kommen. Ach ja, da sehe ich dich. Der Wagen scheint ja wieder repariert zu sein. Fährt er wieder? Läuft er wieder Ja. rund? Er ist schön. Lag bestimmt am Teichi. Natürlich. Bin da. Voll reingedriftet. Stopp. Wieder was erledigt. Abschnitt 4. In Gießen. Dann kommt mir endlich mal der Kackbus, ey. Ich muss ja weg von diesem Loch. Fix es. Löchern kannst du nicht entweichen. Nee, es stimmt. Kann mal jemand die Ladung? Ach ne, ich kann es selber befestigen. Gut. Also. Cool. Es ist interessant hier drin. Es wirkt alles so Ein reines monochrom auf Nichts. einmal. Sehr interessant. Naja, wer es braucht.
Was scheint Licht durch die Folie von den... Na eben, sieht ja cool aus, ist ja wie Bleistiftzeichnung. Cool, gefällt mir echt Gorni. Geil. Gorni mal so hübsch. Brauchst du noch was? Wer, ich? Ich habe jetzt das Betonzeug, das muss. Ich kann es ja schon mal aufstellen eigentlich. Ach nee, geht noch nie, weil die werden ja gleich wieder rummeckern. Ja. Lass uns mal wegfahren müssen. Das Betonzeug. Und er lässt die letzte Ladung fallen. Die letzte Ladung ist gelandet. Flattop-Kran. Der Haken. Ah. Und Abschnitt abgeschlossen. Alter, ich bin jetzt so... Ey. So hoch ging das Gebäude ja gar nie. Bei mir hängt das Spiel gerade noch. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir wollen jetzt eigentlich gießen. Ah, jetzt haben wir... Das will ich auch noch nicht sehen. Das Dach. Oben aufs Dach. Bei mir hängt es bei mir enorm. Richtig, ja. Hart enorm. Und das schwenkt auch. Ah, jetzt. Oh, ja. Oh mein Gott, wie sollst du hier hochkommen? Ja, mit der Betonpumpe. Ja, bestimmt mit dem Kran musst du das machen. Nee, das haben wir schon mal mit der Betonpumpe gemacht. Das geht schon. Okay, ich probier's. No? Na, dann mach ich halt. No? Noch ein bisschen näher ran. So. No? Dann fahr ich mal meine. Mach mal die Beine breit, damit ich auch hinten rankomme. Ja. Und das Lükchen auf. Da klappt das auf. Na ja, klar. Bereitwillig. Immer empfängnisbereit. Mein Schlamm zu bekommen. Los rein mit dir, Schnäuzchen. Lass. Ich kann es auch, ich kann es ja auch ein bisschen drehen. So, zack, bist du laufen. X. Ach klar, da kommst du dreimal hoch. Oh Gott, ist das eine riesige Fläche. Das hat man schon mal, da muss man dann nochmal die hintere Ecke umparken. Ich glaube, das wäre aber hier wirklich besser, wenn wir den Trichter. Soll ich den nimmst? Trichter noch holen, ja? Ja. Den Trichter. Wenn ich schon. Ja, gut. Bin ich schon angemessen. So verscheißern hier, oder was? Na genau. Fang schon mal an. Kommt man hier wieder nie raus. Wo ist der Baustoffhändler? Da gab's die Dinger noch immer, ne? Ja, Mama. Das machst du echt schön, Marco. Ich weiß. Lob nie zu viel, dann macht es leider wieder gar nichts mehr. Das stimmt. Kran-Betonkübel. Eingolfen. So, fahren wir mal die Beine aus und krabbeln uns das Ding auf dem Pritschenwagen. Die sind vollständig ausgefahren. Danke. Dip, 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 dip. Dupi, 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 dai. Oh, ich habe auf IGN jetzt letztens ein neues Gameplay-Material zu No Man's Sky gesehen. Aha. Oh, und? Immer noch mehr Bock drauf. Und die haben immer noch keinen Release-Termin bekannt gegeben, die Schweinehunde. Soon, soon, sagen sie immer. Soon.
Und also, 2020? Soon geben sie den Release-Termin bekannt. Nicht ach so. Da kommt nicht 2020. Das Spiel raus, sondern die geben bekannt, wann sie es ätzend sowas. Kannst du auch mal weiter rumheulen? Ja, mache ich auch. Naja? Ich weiß gar nicht, wann die ersten Screenshots davon zu sehen waren. Das ist bestimmt schon 2-3 Jahre her. Und seitdem bin ich geil auf das Spiel. Okay. Die sind halt auch bloß ein kleines Indie-Studio, was unter Sony arbeitet. Die sind, weiß nicht, 5 Mann oder vielleicht 10 Mann. Und machen dann gerade... Vielleicht kommt ja wirklich 2020 schon raus. Oh Gott, das wäre so schade. Okay. Aber das Gameplay-Material sah schön aus. Ja. Haben sie gezeigt, dass man die Planeten auch auseinanderbauen kann mit seiner Waffe. Löcher reinschießen und so. Das haben sie schon auf der E3 gezeigt. Ach so, dann habe ich das vergessen bei der E3. Kann sein, ja. Dass du eigentlich quasi einen kompletten Planeten auseinanderbauen kannst, wenn du Bock drauf hättest. Ja. Alles abbauen und machen und tun. Aber es gibt so eine Wächterrasse, die Sentinel, das sind irgendwelche Roboter und ja, genau. Wenn man zu stark in den Planeten eingreift, dann bekommt man quasi so ein Fahndungslevel wie bei GTA. Ja. Hallöchen, Shadow Riser. Riese? Hallo, Shadow. Der Shadow ist wieder im Pedo. Was, der Shadow ist ein Pedo? Im Pedo. Kannst du nie ja sowas... Ne? Das warst du ja. ...unterstellen. Das warst ja du. Das warst jetzt aber du. Das war ich wirklich, ja. Hast du recht. Ich will gerade ein bisschen... Hat so deine Pedo-Phase, wa? Nee, ich hab hier gerade ein bisschen einen Unfall gehabt. Aha. Achso, ich muss noch entsichern, wa? Den Trichter. Richter. Ja, Margot, wisst ihr, jetzt musst du mal kurz warten. Du wolltest, dass ich den Trichter hole. Also muss ich den jetzt auch befüllen. Boah, dasselbe. Okay. Jetzt, wo ich schon fast ein Drittel hatte. Jetzt fährt er den wieder weg. No? Stell ihn einfach mal hin. Kann die weiter runterladen? Leertaste. Danke. Bitte? Danke. Mach mal voll hier. Ich mache mal voll. Kriege ich mal wieder Saft? Nee. Kannst mit der Schippe rauskommen und den aus dem Trichter schaufeln. Den Saft. Na, siehste. Voll. Ja. Krieg ich jetzt wieder Saft. Na, gleich. Na, ganz gleich. Kann ich das Ding jetzt immer anhaken? Weiß ich auch nicht. Jetzt. Saft. Wisst ihr, wenn du drängelst, dann kriegst du gar nichts mehr. Dann gehen wir jetzt nach Hause, dann drehen wir um. Ich will aber! Blöde Kuh. Muss mal kurz umparken. Blöde Kuh. Wie mach ich das Ding jetzt eigentlich, dass es ausläuft? Hoch so wie mit der Betonpumpe. Okay, ich Bescheid. Weil ich hab die Betonpumpe ja noch nie benutzt. Ich wollte gerade sagen, weil ich schon so viel Betonpumpe gefahren bist. Ja. Welch Bescheid? Ich Betonpumpe. Nur anders. Was macht ihr ja? Wir spielen Bausimulator. Und bauen ein Apartmenthaus. So. Und bauen gerade ein riesiges. Wir tun wenigstens so. Hochhaus. Und wir sind gerade beim Spritzen angekommen. Ja. Hast wieder Füllung, Mago. Ja. Ich lass grad wieder loslaufen. Lass laufen, gut. Der Teich hier auch, sehr schön. Bin schon voll am laufen lassen. Verbraucht er immer noch so wenig? Wer braucht wenig? Was bei dir wenig ist? Naja, das letzte Mal, wo ich den Trichter verwendet habe ich
bin ich dann mit, weiß nicht, 96% oder so nach dem Auftrag rausgegangen. Also ich habe jetzt noch 70 drin. Okay, na gut, ich hatte dadurch bloß diese Säulen zu füllen oder so. Ja, genau. Ja. Okay. Du brauchst es nie so tun, als wenn du hier irgendwie sparsam wärst oder so. Ja, schon ein bisschen. Also eigentlich nicht, aber gut. Ja. Gut. Lassen wir das. Besser ist es. Muss ja auch nicht sparsam sein. Ist denn mit meinem, von meinem Saft will halt jeder was haben. Aha. Gute Arbeit soweit. Willst du den markierten Bereich noch weiter gießen? Nein! Ihr könnt aufhören. Wieso kann man das beim Spritzen machen und nicht beim Baggern? Wieso? Spritzen macht ja wenigstens noch Spaß. Also, naja. Ich meine, hier sieht man ja wenigstens einen Fortschritt, ne? Hier sieht man es ja wenigstens, dass es nimmer. Aber wieso beim Baggern? Ich verstehe es nicht. Ich werde es nie verstehen. Durchschnittlicher Unternehmer, ich bin gelevelt. Ein neuer öffentlicher Auftrag steht zur Verfügung. Cool, den können wir dann machen. Ja, wir müssen aber noch einen großen Generator besorgen und irgendwie sippt der Betonmischer hier gerade nur auf die Straße sinnlos und ist deshalb schon wieder fast leer. Sandy, wer den hier leitet. Ja, aber ich krieg auch irgendwie die, also lass mal den. Lass mal das Zeug einfach hier stehen, genau. So, was ist jetzt? Großen Generator müssen wir besorgen. Aha. Und dann bagger den markierten Bereich aus. Wo soll man hier noch baggern? Stimmt hier davor oder so. Ja, wahrscheinlich wieder irgendwie ein bisschen den Generator eingraben oder so. Haha, genau, damit man ja nicht mehr rankommt. Genau. Ich hoffe, der große Generator ist nicht zu groß für den Pritschenwagen. Tja. Guten Tag, der Herr. Einmal großer Generator, bitte. Danke. Also, geil. Es gibt einen Generator-Anhänger. Den will ich auch haben. Den will ich. Wo ist denn der hin? Ah, okay. Ja. Das ist so ein Hänger, wo ein Generator halt draufsteht, den du ans Moped hängen kannst. Quasi. Ah ja, total sinnlos, dass ich den... Es ist quasi der kleine Generator. Ich hab gedacht, das ist jetzt ein Anhänger, wo man den großen Generator draufladen kann. Ach, und da hängst du es jetzt an den kleinen Pritschenwagen hinten einfach. Ich lad... Ja, genau, diesen Anhänger für den großen... diesen Generatoranhänger kannst du wahrscheinlich an den kleinen Pritschenwagen hängen oder so, genau. Aber ich muss ja den großen Generator holen, den lade ich einfach. Du hast einfach den kleinen gekauft? Ach du Kacke. Einfach so, ne? Voll Geldverschwenderisch. Können wir zu unseren Albensetzlingen stellen, da freuen sie sich, dass sie Strom haben. Ja. So, der Bagger ist auch schon mal da.